Moin und willkommen zurück zu X4. So, was machen wir jetzt mal Schönes? Was haben wir als Mission? Okay. Ich glaube, ich hatte das ja schon mal getestet vor einiger Zeit. Da geht es jetzt nochmal in üble Kämpfe rüber. Schauen wir mal. Das habe ich angenommen, warum auch immer. Piloten gesucht habe ich auch angenommen. Warum auch immer. So. Ich würde sagen, wir docken das mal ab. Dann gucken wir, was weitergeht. Alles erledigt? Dann besuchen wir das Schiff aufgewertet einmal und sehen, was das Missionskommando für uns bereithält. Wo sehe ich das? Ja. Okay. Wartungsschiff. Hier war doch gerade eben noch ein Krimineller. Der ist wahrscheinlich schon weg, ne? Baldrick, warte, Baldrick. Kurz vor terranisches ja, Stationssicherheitsschiff. Na gut. Dann back to duty. Schauen wir das. Sie sind geliefert. Gladio, terranisches Stationssicherheitsschiff. Was war das? Wer oder was wollte mich da angreifen? Zeig dich. Ja. Das ist auf Kosten meiner Schilde, das macht natürlich keinen Sinn. Ich mach das schon wieder. Da. Terranisches Baldrick. Terranisches Machete. Polizei? Hatte ich das letzte Mal was Illegales dabei, oder wie? Ja, keine Ahnung. Schleuniger, Asteroidengürtel. Wie weit? Ah, drei Polizeischiffe kommen da. Ja, gucken wir mal, wie weit muss ich? Ja, doch ein ganzes Stück. Dann skippe ich das mal eben kurz für euch. So. Erreiche System. Get zu Fune. Dann geht's jetzt weiter. Odachi. Katana.
Odachi, ab hier, Verteidigungsstation, Kyushu. Freund-Feind-Mine. Autopilot, ausgeschaltet. Die muss mal da weg. Ist das Schiff langsam? Na dann, Rekruten. Ich werde Ihnen als Belohnung für Ihr Engagement ein größeres Bild vermitteln. Das Oberkommando mag es vielleicht nicht, aber wenn wir uns weiterhin den Xenon frontal stellen, das Netzwerk mit imposanten Flotten durchsuchen und die Feuer löschen, die wir aufsammeln, dann werden wir diesen Krieg verlieren. Nicht falsch verstehen. Das Interventionskorps ist unverzichtbar, als langer Arm des Protektorats und auch als geflügelter Retter. Dieser ewige Fleischwolf der zusammenstoßenden Flotten kann aber keine dauerhafte Lösung sein. Um die Xenon in einem Zermürbungskrieg zu besiegen, ist es von größter Bedeutung, dass wir stattdessen ihre Infrastruktur stören, wo immer möglich. Diese Parasiten lauern an den Randgebieten unserer Sektoren, meiden unsere Abwehr und erschöpfen unsere Ressourcen. Ich setze Sie als Aufklärer ein. Melden Sie alle Sichtungen von Xenon-Infrastruktureinheiten direkt an mich. Sie hat da ganz und gar nicht Unrecht, was mir eine Idee eingibt. Es ist so. Die Xenon mögen auf den ersten Blick als unaufhaltsame und unerkennbare Kraft erscheinen, aber ihre Art, Krieg zu führen, unterscheidet sich nicht so sehr von unserer. Wie wir verlassen sie sich auf ihre Aufklärer, um die Stärke ihres Feindes einzuschätzen, und schicken eine angemessene Streitmacht, um mit ihm umzugehen. Aber im Gegensatz zu uns sind sie einfältige Maschinen. Das ist alles Aktion und Reaktion. Wenn wir also irgendwo im Niemandsraum einen Aufklärer angreifen... Wir können ihre Streitkräfte umleiten, was vielleicht ihre Infrastruktureinheiten ungeschützt lässt. Entschuldigung, ich hatte nur zufällig noch zugehört. Sie können mit ihrem Plan weitermachen. Aber seien Sie gewarnt, die Xenon sind nicht nur einfache Maschinen. Sie sind unberechenbar und vorhersehbar. Tödlich. Bleiben Sie jederzeit wachsam. Ja, Man. Ich habe einen netten Platz für unsere Operation ausgewählt. Nicht zu weit vom Außenposten entfernt, aber trotzdem nahe genug an den von Xenon befallenen Randgebieten des Sektors. Ein Satellit könnte als Köder dienen. Uns helfen, ankommende Aufklärer aus der Ferne zu erkennen. Wir wollen einmal stehen bleiben. Jetzt wäre ich schon fast einmal dran vorbeigeschlittert. Sie haben schon gesehen, wie schnell diese Dinger sind. Sobald eines angezeigt wird, versuchen Sie, es aus dem Reiseantrieb heraus zu beschießen. T. Da! Wieder nicht bekommen. Aber nicht so wild. Was? Da kommen gleich weitere. Ich hoffe wirklich, dass es uns trotzdem als Bedrohung gemeldet hat. Da kommen sie. Und keine Sekunde zu früh. Beeilen wir uns, an ihnen vorbeizukommen, bevor ihre dummen Maschinengehirne Zeit zum Reagieren haben. Diese Dummköpfe merken nicht einmal, dass sie uns direkt zu unserem Ziel führen. Leerer Raum. Satellit. Gladio. Satellit. M. Na, ist hier noch angegriffen? Warum das denn? E. Da kommt noch mehr. M. Ich speichere lieber mal. Wer weiß, ob das hier gut geht. Aber dann sich das zwei anvisieren. Aber mein Schiff sieht jetzt schon nicht mehr gut aus.
Wärme. Ich kann ja gleich weitermachen. Aber es würde mehr Sinn machen, das Schiff vorher tatsächlich nochmal zu reparieren. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, was so weit weg ist. Mal eben mit. Da helfen wir kurz noch mal. Noch zwei Transporter dabei. Infrastruktureinheiten und ohne Verteidigung. Wie lange? Warum dreht er sich denn immer so? Machen wir es mal so. Eins. Perfekt. Kehren wir jetzt zum Außenposten zurück und laden Sie. Ist das noch eine dieser Navigationsbarken? Nelly, Analyse. Unbekannte Signalquelle trianguliert. Frag. Es ist das gleiche Signal wie vorher. Diesmal kommen Sie nicht davon. So, bevor ich das mache, würde ich sagen, ich fliege noch einmal ganz kurz. Das kann mich sehr, sehr schnell schief gehen, ne? Deswegen fliege ich nochmal ganz kurz in das nächstgelegene Gebiet zum Reparieren. Geht das wahrscheinlich schneller? Autopilot eingeschaltet. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Autopilot, ja, ich muss kurz umentschieden. Ausgeschaltet. Wir werden vorher noch den da einmal wegmachen. Speichern zur Sicherheit. Stoppen wir einmal, bis die Schilder aufladen. So, und jetzt. Lang gar nichts. Schon merkwürdig. Eigentlich kann das ja nur mein Tod bedeuten, ne? Aber wir haben ja gespeichert. M. Ja, das ist gar nicht.
Ja, nee, der Laden. So, da sind wir wieder. Navigationsbarke. Noch eine. Ich wusste, dass wir da was zusammenkommen. Na los, wir sind dabei. Wieder Futter. Nö. Das geht nicht kaputt. Na, dann fliegen wir mal in das gefährliche Gebiet. Erreiche System. Grausamer Vorstoß. Mehr Baken und sie bilden eine Struktur. Schon ein paar Gegner. Vorwärts. Ich bin direkt hinter Ihnen. Bin direkt hinter Ihnen. Direkt hinter Ihnen. Direkt hinter dir. Obelisk! Obelisk, was tun Sie? Bei Mukais stinkenden Atem. Lassen Sie sie in Ruhe. Niemals. Hier endet Ihre Einmischung. Hier endet alles. Ich habe dich und deine Marionetten lange genug vor Angst kauernd beobachtet. Nein! Sofort aufhören! Sie wissen, was es ihnen bereits angetan hat! Sei verflucht, Kendall! Deine Ketten werden mich nicht länger fesseln! Feindliche Bewegung. Alle Staffeln sofort zurück zur Basis. Der gesamte Sektor stürzt sich auf uns. Ja, ich will da noch durch. Scheiße. Am liebsten noch vor der K. Also K ist das große Xenon-Schiff, was da zu sehen war. Ist aber auch schon hier drüben angekommen. Gezofone. Rekrut, wo zur Hölle waren Sie und wo ist Ihr Staffelkamerad? Verteidigungsstation. Verteidigungsstation. Auch schon wieder ein weiter Weg dahin. Dafür, dass das Schiff so langsam ist. Als Abdeckung. Ziehen Sie sie in die Feuerlinie unserer Geschütztürme. Egal, was auf uns zukommt, wir werden uns nicht rühren. Zur Sicherheit. Geht's in die nächsten Kämpfe? Greife an! Sapporo. Das Schiff kenne ich noch gar nicht. Ein bisschen was von den Omega-Zerstörern von Babylon 5. Osaka. Verteidigungsstation. Greifen jetzt in den Kampf ein. Thank you.
So, Xenon, dann kommt mal ran. Patrouillenzerstörer mit dem Symbol eines Wachters? Ich würde sagen, kommt nichts. Schon okay. Ein paar Treffer halte ich aus. F. Bisschen sehr, sehr einfach. So kenne ich das eigentlich gar nicht. Wie kämpfen die denn da? Nicht weiterkommen. PE. Ach, guck mal. Da haben wir doch was zum Bekämpfen. Langsam. Schade, alles. Mal einsammeln. Nicht wieder illegale Sachen noch rein. M. F. Großkampfschiffe der Terraner schon hier sind. Das ist irgendwie deutlich schwieriger in Erinnerung. So, dass sie mich überhaupt nicht angreifen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, von vornherein überhaupt keine Chance. Weil jetzt wäre normalerweise gleich der Moment gekommen, dann kommt K. Als Großkampfschiff, was eine Gefahr darstellen sollte. Und dann würde doch normalerweise erst die Flotte der Menschen auftauchen. Sammeln wir einfach erstmal ein bisschen ein. Ich bin mir sicher, ob die Karre überhaupt noch kommt oder ob die von irgendwas anderes so zerstört wurde. Irgendwas anderem.
kein Platz. Halt wieder, genau, Raketen. Kannst du nicht aufnehmen? Seht jetzt hier noch irgendwas? Glückwunsch, Staffel. Sie haben sich bewundernswert gehalten, obwohl dies erheblich mehr war, als wofür Sie sich ursprünglich gemeldet hatten. Ich werde Sie einzeln kontaktieren, um unsere nächsten Schritte zu besprechen, sobald sich der Staub gelegt hat. Bis dahin sollten Sie sich eine Auszeit nehmen. Betrachten Sie das als Befehl. Außer Ihnen, Rekrut. Ich trage Sie in die Zulassungsliste für mein Hauptquartier ein. Wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Sofort. Autopilot eingeschaltet. Dort. Okay. Ich denke, wir sehen uns wieder, wenn wir dort sind. So, da wären Motor. Wir. Autopilot ausgeschaltet. Undock-Erlaubnis erteilt. Von Schuh. Ich werde mal gucken, die bieten hier eine Mission an. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Die nehmen wir auch noch an. Die machen wir zuerst. Ich muss mal zusehen, dass ich hier wegkomme. Ich habe ja illegale Sachen dabei. Sie an Bord zu begrüßen. Rekrut, es ist schön zu sehen, dass Sie immer noch heil sind. Entschuldigung für den harschen Empfang vorher. Die Kommunikation wurde unterbrochen, sobald Sie diese Xenon-Infrastruktureinheiten angriffen. Und ich kann es nicht ertragen, keine Sicht auf meine Untergebenen zu haben.
Es ist kein detaillierter Bericht erforderlich, Rekrut. Meine Mitarbeiter haben ihre Schiffsprotokolle sofort bei ihrer Ankunft extrahiert. Es steht außer Frage, dass das, was Sie gesehen haben, für das Protektorat von größter Bedeutung ist. Aber das ist nur die Hälfte des Grundes, aus dem ich Sie persönlich hierher gerufen habe. Sie haben in den stresserzeugendsten Situationen unbestreitbar Gehorsam und geistige Klarheit gezeigt. Und sich selbst in den dunkelsten Stunden unserer Operation als Verteidiger des Sonnensystems ausgezeichnet. Ich erhebe Sie hiermit in den Rang eines Spezialagenten. Und nein, Ablehnung ist keine Option. Aber ich könnte mich dazu herablassen, einige Ihrer Fragen zu beantworten, falls Sie welche haben. Allerdings nicht zu als geheim eingestuften Themen. Die bringen einen jetzt tatsächlich nicht wirklich weiter. Das würde jetzt einfach nur Zeit kosten. Nun, ich muss sagen, dass ich Sie nicht gerne so bald wieder wegschicke. Aber da Sie fragen, es gibt da vielleicht tatsächlich etwas, was Sie von diesen unglücklichen Ereignissen ablenken könnte. Das heißt, wenn Sie denken, dass Sie bereit sind... Ich verstehe. Keine Zeit zu verlieren, stimmt's? Dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen über dieses sogenannte Projekt Genesis sprechen. Das ist der Codename einer streng geheimen Operation, die die Segaris-Pioniere ausbrüten. Wir wissen sicherlich mehr darüber, als Ihnen lieb ist. Aber wir tappen noch im Dunkeln, was Ihr endgültiges Ziel angeht. Wir wissen, dass eine Einrichtung in Ihrem Raum mit unbekanntem Zweck involviert ist. Zu unserem Glück gab es anscheinend einen Zwischenfall. Und die Station wurde evakuiert, bis Reparaturen durchgeführt werden können. Dies ist eine kurzlebige Gelegenheit, Informationen zu sammeln. Daher haben wir Maßnahmen ergriffen, um gefälschte Sicherheitsdokumente in eine Pionierdatenbank einzufügen. Herzlichen Glückwunsch, Agent. Sie sind jetzt ein qualifizierter Pionieringenieur erster Klasse. Sie können sich einem Ihrer Ingenieurteams zur Reparatur dieser Einrichtung anschließen. Sammeln Sie während des Einsatzes so viele Informationen wie möglich, aber seien Sie diskret. Befolgen Sie einfach Ihre Anweisungen und alles wird gut. Das Team versammelt sich in Neptun. Okay, okay. Aber, es haben viele Crewmitglieder, die man anwerben könnte. Aber ich habe, glaube ich, noch nichts auf meinem Schiff. Ne. Das heißt, die beiden günstigen hier nehmen wir mit. Sie werden meine Einstellung nicht bereuen. Hallo auch. Für den Fall der Fälle. Großartig. Ich freue mich auf meine erste Aufgabe. Guten Tag. Ja. Okay. Viel Glück da draußen. Als wenn ich das Geld hätte. Kokri. So, da sitzt er. Guck mal, da ist noch jemand. Guten Tag. Guten Tag. Viel Glück da draußen. Aber, achso, du hast eigentlich noch Platz für dich. Ja. Immer als Servicemannschaft mit an Bord. Ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. Kokri. Sir. So, und dann werde ich aber erst etwas anderes machen. Ich habe ganz vergessen. Wir glauben, dass der für das Projekt Genesis verantwortliche Wissenschaftler auch das Reparaturteam leitet. Nicht gehandelt. Achten Sie darauf, in seiner Gunst zu bleiben. Ja, egal, komm. Wartungsschiff. Was machen wir noch eben hier? Und dann machen wir erstmal das hier. Autopilot eingeschaltet. Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt.
Na, irgendwie mal gucken, dass wir an Geld rankommen. 216.000 Credits haben wir aktuell nur. Orbital verteilt. Danke. Gerne. Leerer Raum. Volo, Mineralien. Hokkaido, Mineralien. Syn. Jian. Stellen wir mal eben einen Satelliten auf. Zumindest diese Mission schon mal erfolgreich abgeschlossen. Dann machen wir. Was ist das? Ist das definitiv da, oder? Okay, dann machen wir erst das. Autopilot eingeschaltet. Erreiche Asteroidengürtel. Kurzen Zeitsprung. So gut, es ging doch recht fix. Mikrogitterfabrik. Autopilot ausgeschaltet. Undock-Erlaubnis erteilt. Kurzstreckentransport. Ah, meckert die Station gar nicht. Sie an Bord zu begrüßen. Kommt der nicht so schnell her? Guten Tag. Habe ich noch einen Platz mehr? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele drauf könnten. Nee. Habe ich nicht. Alles klar. Viel Glück da draußen. Auf Wiedersehen. Danke. Pilot? Immer schön, einen neuen Rekruten zu sehen. Ich bin verantwortlich für die Koordination der Reaktion des Terranischen Protektorats auf die Xenon-Bedrohung. Meine Prioritäten sind zweierlei. Das Sonnensystem vor jeglichem Schaden zu schützen und das Interventionskorps zu dem Feind zu leiten, der sich in den entferntesten Bereichen des Universums versteckt. Das Militär wäre nicht auf Sie zugekommen, wenn Sie kein Freund des Protektorats wären. Die Xenon-Streitkräfte sind riesig. Daher brauchen wir immer Leute. Da es unsere Mission ist, alle Xenon-Hochburgen aufzusuchen, drängen unsere Militärkampagnen regelmäßig in feindliches Gebiet vor. Weit weg von jeder möglichen Unterstützung. Daher können wir nur die fähigsten Piloten rekrutieren. Sie müssen sich einem Test unterziehen. Ihre Rasse und frühere Zugehörigkeiten spielen keine Rolle, solange sie unserer Sache die Treue schwören. Sie haben die Wahl zwischen vielen Aufgaben, von Kampfeinsätzen bis hin zu Bauarbeiten. Die Verfügbarkeit hängt von der aktuellen Situation in der Region ab. Sie werden bezahlt, wenn Sie Ihre zugewiesenen Aufgaben abschließen. Und wir halten es möglicherweise für angebracht, Sie nach Abschluss zusätzlich zu belohnen. Hervorragend! In Ihrem Missionsmenü finden Sie jetzt Aufgaben im Zusammenhang mit unserer laufenden Kampagne gegen die Xenon. Wunderbar. Brauche ich nur noch bessere Schiffe. Hallo. Hallo. Auf Wiedersehen.
So, dann glaube ich, gehe ich einmal kurz in den Händlerbereich. Ich kann lesen. Aber das ist das, was ich brauche, ne? Bräuchte ich noch eine Interface-Einheit? Oder brauche ich das? Was ist das da? Und da brauche ich Sicherheitsentschlüsselungssystem. Sicherheitsentschlüsselungssystem, okay, eine Interface-Einheit. Kann ich helfen? Bitte sehr. Davon eine. Sicherheitsbehälter. Nein. Das ist natürlich schade. Den brauche ich, glaube ich, nicht. Viel Glück da draußen. Mhm. Interface-Einheit. Wo kriege ich eine Interface-Einheit her? Möglicherweise einen Container zu finden. Bitte sehr. Ich bin von Händlerschiffen gemeint, ne? Gucken, ob ich mich nicht vertan habe. Nein, habe ich nicht. Viel Glück da draußen. Dann muss ich ja weiter mit dem anderen Kram rumlaufen. Okay. Na, ich wollte schon gern darauf. Kukri. Sir? Mach Platz. Bevor ich abdocke und vielleicht gleich die Polizei kommt. Gucke ich erstmal, was gibt's denn hier? Bündnis lädt ein. Das mache ich erstmal nicht, weil dafür muss ich nämlich die Sachen von den Taranern weiter abschließen. Das weiß ich schon. Das kenne ich schon, sagen wir es mal so. Was haben wir hier? Sympathisanten. Xenon-Schiffe. Töten. Okay, aber es ist alles schwer. Alles schwer. Ja, und diese Baugeschichten, die gefallen mir nicht, weil wenn es fertig gebaut ist, ja, dann kriege ich die Ressourcen bzw. das Geld dafür zurück, aber ich habe dann nicht mal die Station. Mit dem Aufwand. Aber hier ist... Okay. Entferne Station. Na gut, nee. Machen wir alles nicht erstmal. Wir finden uns dort, da gibt's auch nichts. Dann gehen wir auf die Wartungsaufgaben. Autopilot, erweiterter Wartungsschiff, Kurzstreckenwartungsschiff, Kurzstreckentransporter. Theoretisch bin ich ja auch gerade einer. Wartungsschiff, ziviles Schiff, Mikrogitterfabrik, Wartungsschiff, ziviles Schiff, Wartungsschiff. Okay. Beschleuniger, Jupiter. Taranische Verteidigungsstation. Sprungtor. Getsophone. Hm?
Gehört Getsufune eigentlich schon jemanden, ja? Da haben wir grausamer Vorstoß. Also ich würde schon gerne dann in Getsufune auch irgendwie was bauen. Wieder eine Verteidigungsstation, vielleicht sogar wie heißt das noch? Schrottsammler und Bearbeiter. Der wird ja vermutlich öfter mal gekämpft, gerade wenn die Xenon immer mal wieder hier eindringen. Werden sie ja bestimmt. So, und wenn ich da gleich bin, dann muss ich das nächste Sprungtor suchen. Ich glaube, das war in die Richtung. Erreiche Jupiter. Autopilot ausgeschaltet. Baldrick. Kyushu. Mal sehen, nee. Terranisches Ausrüstungsdock. Das ist am Anfang natürlich immer mal ein bisschen schwierig, wenn man sich die ganzen Tore und so weiter für die Sektoren erstmal suchen muss. Ich will auch schon hier gewesen sein, aber das glaube ich eigentlich nicht. Die Richtung sieht es leider auch nicht so aus, als wenn da was kommen würde. Jetzt schon am Rand. Nichts zu entdecken. Wir können das natürlich auch anders machen. Aber was? Ah, ne? Ja, das habe ich mir jetzt. Das habe ich mir jetzt eingebildet, dass da was ist. Guck ich mir zumindest kurz mal diese beiden Stationen an. Ah, das ist da. Da ist es. Gefunden! Unbekannte Station. Unbekanntes Objekt. So, was bietet der mir an? Minen. Nee, komm. Keine Minen dabei, müsste ich erstmal kaufen, will ich nicht.
Wartungsschiff. Kurzstreck Volo, Mineralien. Wartungsschiff. Kopes, Mineralien. Bitte erlaubt Wartungsschiff. Andockerlaubnis erteilt. Kurzstreckentransporter. Wer hat Ihnen denn das Fliegen beigebracht? Terranisches Stationssicherheitsschiff. Woher wissen die das? Die haben mich doch noch gar nicht gescannt, oder? Muss ich die immer wegmachen? Das nervt ja. Wenn die immer wieder kommen. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Hier ist die Sektor-Sicherheit. Kopf, Kanal auf. Melde eine Straftat. Verstanden. Straftat ist das oder aktualisiert. Auf diese Art. Ich finde es gefährlich. Das ist ein großer Fehler. Jetzt bist du tot. Ah, sehr schön. Ich hab ein neues Schiff. Da kommt noch was. Kukri. Computronik-Substratfabrik. Kukri. Werfe aus. Was zum Teufel war das? Ohne Wer war das? Setzen wir uns mal in die Machete, wa? Oh, ist das langsam. Kurzer Zeitsprung. So, da sind wir. Oh, es ist schwer für dich in diesem Anzug. So. Andockerlaubnis erteilt. Steigen wir mal kurz da ein. Machete. Eben weg. Autopilot eingeschaltet.
Ah, neues Schiff. Hat nur leider keinerlei Waffen. Rüsten wir mal eben neu aus. Was für ein Fail. Also das mit der Polizei ist ja richtig nervig. Terranisches Ausrüstungsdock. Außerhalb von Andock-Reichweite. Andock-Erlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Okay, da gibt's gar keinen besseren, aber der ist 413.000 wert. Okay. Was haben wir hier? Machen wir noch einen Schildgenerator mehr rein. Vielleicht der 1 und 1. Kann ich leider gleich nur einen wieder aufnehmen. Oh mein Gott. Moment. Das ist doch richtig gesehen, es kostet Millionen. Bitte. Ja, gut. Da haben wir dann direkt unseren Fail sozusagen. Kann das Ding für, weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt aufstehe. Ist natürlich kein Captain da, aber ist ja egal. Wenn ich das Schiff jetzt verkaufe, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich eh ein Fail, dass ich wieder laden muss, damit ich das jetzt hier kaufen würde, würde ich fast 1 Million bekommen. So, und dann würde ich da natürlich ein neues Schiff kaufen müssen. Wir möchten unsere Besucher daran erinnern, Verkaufsräume nahe dem Casino aufzusuchen. Den nehme ich bitte auch. Genau, da gibt's den. Und der hat tatsächlich auch da in dem Dock nur millionenschwere Waffen. Aber warum?
Ich spiele, möchte ich nicht. Hier ist ja das Gleiche, er hat dann ja auch Wahnsinn. Auch Millionen. So, wenn ich den jetzt ausrüste, sagen wir mal mit dem, normale Waffensysteme. Impulslaser. Machen wir dann noch einen Impulslaser. Dann würde ich da vielleicht... Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Wertsachen stets bei sich zu tragen. Dann ist das Ding jetzt schon verdammt teuer. Ich bräuchte das ja im Grunde auch alles. Das würde ja mein Schiff werden, sozusagen. Und dann bräuchte ich noch zumindest den Piloten. Die anderen beiden nicht unbedingt, weil die kann ich ja einsammeln. Ah, es ist vielleicht doch gar nicht so ein Fail. Wir machen das mal. Dann lass uns das Ding mal bauen. Und dadurch, dass da ein Pilot drauf ist, kann ich mir den ja herkommen lassen. Frage, wie lange bleiben die im Raumanzug? Das ewig? Weiß ich nicht. Ich bin im Ausrüstungsstopp, genau. So, wenn der Gladius fertig ist, dann lasse ich den zum Ausrüstungsstock kommen, dann steige ich ein und dann fliegen wir weiter zu den beiden, die im Weltraum treiben. Dann müssen wir mal gucken, ob wir uns dann weiterhin mit der Polizei anlegen, ob das Sinn macht, ich weiß es nicht. Kommen da dann immer wieder neue? Der zwei oder drei, die ich beseitigt habe, und dann kamen ja nochmal drei. Wenn Sie es nicht wissen, weiß es keiner. Schwer zu sagen, auf jeden Fall ist ja das neue, bessere Schiff jetzt fertig. Und den holen wir uns mal hier rüber. Andocken und warten. Genau. Und dann warten wir mal auf den. Der wird ja höchstwahrscheinlich dann hier... ich komme hier gar nicht weg, oder was? Doch. Irgendwo auftauchen. Und ich würde sagen, in der Zeit, wo wir auf den warten, haben wir hier einen Cut. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gebt mir auch gerne einen Kommentar dazu, was ihr meint, was jetzt zum Beispiel mit der Polizei geschieht. Ob der mich jetzt da permanent jagt in diesem Sektor, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich meine, ich hatte das schon mal, dass es eben nicht so ist, aber genau. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was da jetzt passiert. Kommen Sie beim Verlassen der Station bitte umgehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.